Ja, hallo, herzlich willkommen zum ILS Video Podcast 5 Minuten Stadtforschung. Mein Name ist Felix de Matzke und ich stelle heute das Projekt Zusammenhalt durch 3 mit Alexander Arnold von der Stadt Erkelenz vor. Das ist ein kooperatives Forschungsprojekt, wo wir auf die Untersuchungsräume gucken, die von Garzweiler 2 vom Tagebau betroffen sind. Einmal Umsiedlungsstandorte und einmal Tagebaurandörfer, die durch vielfältige Emissionen wie Lärm, Dreck und Licht betroffen sind. Und insbesondere in den Umsiedlungsstandorten gab es einige Konflikte. Und daher wollen wir mit dem Projekt 2 Ziele verfolgen. Einerseits den sozialen Zusammenhalt untersuchen und anschließend den sozialen Zusammenhalt mit verschiedenen Maßnahmen wie Festen und Veranstaltungen fördern. Das versuchen wir mit unterschiedlichen methodischen Vorgehensweisen. Wir führen qualitative Interviews durch mit ehrenamtlich Engagierten. Wir erarbeiten zusammen mit interessierten Bewohnerinnen und Bewohnern einen Fragebogen und die Ortschaften sind auch selbstständig für die Verteilung der Fragebögen zuständig. Und aus den Antworten der Interviews und der Umfrage wollen wir zusammen konkret kleine Projekte, Maßnahmen, Begegnungsformate initiieren, die den sozialen Zusammenhalt stärken sollen. Die Frage ist, warum haben wir unser Projekt jetzt Zusammenhalt durch 3 genannt? Weil wir, und das sieht man auf der Grafik, im inneren in hellblau dargestellten lokalen Fahrplan, wir 3 Säulen haben im Projekt. Einerseits wollen wir die Begegnungszentren vor Ort bespielen. Wir wollen die Ortschaften untereinander digital vernetzen. Und die wichtigste Säule unseres Projekts ist unser Dorfmanager, der Alexander Arnold, der als Bindeglied fungieren soll zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern, der Stadtverwaltung und uns als Forschenden. Und das ist die Theorie bzw. die Planung. Wichtig ist natürlich die Umsetzung in der Praxis vor Ort. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Alexander Arnold heute hier ist, um aus dem Projekt berichten zu können. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Alexander Arnold. Ich bin der zuständige Dorfmanager, abgekürzte Dorfkümmerer, bei der Stadt Erkelenz im Projekt Z hoch 3. Meine Hauptaufgaben bestehen darin, den Brückenkopf darzustellen zwischen der Stadt und der Bürgerschaft, aber auch zwischen der Bürgerschaft und dem Institut hier im Hause. Als Kommunikationsschnittstelle. Das ist so meine Hauptaufgabe, die sich darstellt, die Kontakte zu den Bürgern aufzubauen, auf die Thematiken einzugehen, aber auch die Bewohnerschaft natürlich zu motivieren und dazu mitzubewegen, neue Aufgaben, neue Herausforderungen anzunehmen, die wir dann gemeinsam mit dem vielleicht auch lösen können. Also auch da unterstützend dabei zu sein, neue Ideen zu entwickeln, so dass der soziale Zusammenhalt in den Ortschaften, betroffenen Ortschaften besonders wieder gefördert wird. Überraschend ist vielleicht der falsche Begriff. Unerwartet intensiv passt, glaube ich, eher dazu. Wie Menschen und Dorfgemeinschaften miteinander umgehen und miteinander kommunizieren, ist sehr unterschiedlich und individuell. Zumindest bei den Dörfern, die ich begleiten darf. An einem Umsiedlungsstandort wurden zum Beispiel mehrere Dorfgemeinschaften, die vorher komplett räumlich getrennt waren, an einem neuen Standort angesiedelt. Ich erlebe die alteingesessenen Dorfstrukturen an diesem neuen Standort, die meist für sich ein sehr gutes und sehr schlüssiges Vereinsleben haben. Natürlich gibt es auch immer wieder Meinungsverschiedenheiten, wie es im ganzen Leben ist, aber unter dem Strich finden doch alle zusammen. Die Gespräche zwischen den jeweiligen alten Dorfstrukturen und Vereinen, die nun an den neuen Standort zusammenkommen, liebe ich als sehr herausfordernd. Das darf ich wohl schon dazu sagen. Ich bemerke, dass für viele Menschen die Umsiedlung und der Verlust von Heimat und Besitz eine sehr große psychische Belastung darstellt, die ja irgendwo auch mal rausgelassen werden möchte. Mit solchen Unstimmigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen den alten Dorfstrukturen und dem neuen Standort zusammenzukommen, hatte ich absolut nicht mitgerechnet. Die größte Herausforderung ist, alle Beteiligten unter einen Hut zu bekommen.
Das ist aber keine spezielle Herausforderung in den Erkelenzer Dörfern, die ich betreue, sondern hat allgemeine Ursachen. Ich habe fast ausschließlich mit Menschen zu tun, die sich sehr ehrenamtlich mit ihren Dörfern engagieren. Das macht das Finden von Terminen beispielsweise erheblich schwieriger. Durch die Corona-Pandemie sind aber auch einige Ehrenamtliche weggebrochen. Menschen haben sich in den letzten 2 Jahren zurückgezogen, was ich persönlich sehr schade finde. Jetzt wieder Leute zu motivieren, sich zu engagieren, ist schwerer geworden. Die noch da sind, schaffen es zum Teil nicht mehr, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Es braucht aber neuen Schwung, um Neues zu tun. Finde einen Menschen mit dem Gen eines Kümmerers. Eine Person, die zuhören kann, ein gutes Allgemeinwissen zum Themen aus dem öffentlichen Bereich hat, eine schnelle Auffassungsgabe, viel Geduld und ganz schön starke Nerven. Wie relevant ein fachliches Sozialstudium sein könnte, das mag ich überhaupt gar nicht beurteilen. Es muss eine Person sein, mit der der Mensch aus dem Dorf einfach gerne schnackt. Ja, schön, dass du da warst, Alex, und von deinen Erfahrungen berichtet hast. Falls ihr noch mehr über das Projekt wissen wollt, ist jetzt unten eingeblendet die Internetseite unseres Projekts. Da könnt ihr mehr erfahren, wenn ihr möchtet. Danke für die Einladung, Felix. Bis bald. Tschüss. Tschüss.